Ah, die sind direkt quasi aus der Reaction von mir, dann hat er den angerufen, wa? Der soll über sowas reden, aber der soll sich dann auch nicht mehr wundern, dass er nicht mehr im Mainstream in Deutschland stattfindet oder nicht auch... So, da hat er hundertprozentig recht. Ich wundere mich nicht, dass ich nicht mehr im Mainstream stattfinde in Deutschland. Ich mache das bewusst und ich will auch gar nicht mehr im Mainstream in Deutschland stattfinden, weil der Mainstream in Deutschland mir am Arsch vorbeigeht. Da bin ich lieber ein Schaf als ein Vollidiot. Für mich gilt genau das Gegenteil davon. Und ich würde jetzt mich oder auch einen Kianosch oder Leute, die Dinge hinterfragen oder Theorien aufstellen, auch nicht hinstellen als Leute, die keine Ahnung haben. Ich habe nach diesem ganzen Corona-Shitstorm und so einfach komplett damit abgeschlossen, noch irgendwie was zu tun und mich zu verändern oder zu verbiegen oder meine Fresse zu halten, nur damit ich irgendwo stattfinden kann und so. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich wurde gerade vom Chat darauf aufmerksam gemacht, dass der Bruder Kianosch ein Video hochgeladen hat, wo es auch ein bisschen um mich geht mit PA Sports, wo die am Quatschen sind. Und ja, ich lasse mich nicht lumpen. Chat hat's empfohlen. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Guck mal, was da so erzählt wird. Ich hoffe, ihr habt Bock. One Love geht raus. Nur Liebe an euch. Meine lieben Freunde, lasst gerne ein Abo hier da. Ein Däumchen nach oben würde ich mich freuen. Support it in, man. Let's go. So. Yo. PA. Ah, die sind direkt quasi aus der Reaction von mir, dann hat er den angerufen, wa? PA. Motherfucking Sports. Bist du noch im Stream? Ja, bist du am Trainieren gerade noch? Nein, ich war beim Friseur, ich laufe gerade zum Auto. Warte, gib mir kurz 10 Sekunden. Stream it in, man. Und dann sitze ich im Auto. Wie viel hast du? Ein Fass auf. Oh shit, Alter, die machen ein Fass auf, Bro. Aber jetzt gibt's hier keine Fitner, oder, Freunde? Auf Fitner habe ich keinen Bock, Bro. Ist alles easy, oder nicht? Ich hab's schon gemerkt, du hast dir das auf jeden Fall hier richtig gegeben. Ja, Bruder. Warte kurz. Was hast du gesagt? Du machst ein Fass auf? Ja. Maximal Fitner. Bisschen Fitner. Oh Gott, ich werde hier wieder in irgendwas reingezogen. Bisschen von Seite. Wo ich vielleicht gar nicht sein will. Na, Quatsch. Ich mach nur Spaß. So Leute, es werden Fässer geöffnet. Wie beim... Ich sitze im Auto. Schönen guten Tag, Community. Schönen guten Tag, Kianosch. Wie geht es euch? Uns geht's ganz gut. Wir sind einfach mal spontan um diese Uhrzeit live gekommen. Ich habe nur auf einmal gesehen, Benachrichtigung von Twitch, haben wir PA verloren. Ich dachte, Allahu Akbar. Geil. Ja. Er macht ein Kamikaze-Move. Ich mache ein Kamikaze-Move. Ich mache alles kaputt. Liebe Grüße gehen raus, auf jeden Fall an der Stelle an beide, ja? Sei ehrlich. Erzähl. Bruder. Also ja, ich habe mir gerade das Video auch mit angeguckt, ich habe es auch die Tage schon mal, habe ich kurz da reingeschaut. Ja, wette ich mit dir. Du hast eigentlich gerade schon gut so auf den Punkt gebracht. Ich finde dieses undifferenzierte Denken, dass es nur links und rechts gibt. Hä? Das ist bei ihm, ne? Ist nicht bei mir, oder? Mit Black und so? Keine Mitte, es gibt nur schwarz und weiß. Das spiegelt nicht die Gesellschaft, das spiegelt nicht das Leben, das spiegelt auch nicht die Realität. Ich sehe auch bei dir im Chat... Also liebe Grüße an die Die Hard Community und die Leute, die seit Tag 1 dabei sind und ihr wisst, wer ihr seid. Ich habe jetzt halt auch nicht gehört, was Kianosch in dem Video reacted hat, ne? Der hat ja anscheinend, glaube ich, auf das ganze Video reagiert von mir, oder? Ich rede gar nicht, aber ich sehe da auch viele, ich will jetzt nicht mit diesen ganzen Anglizismen um mich herumwerfen, aber schon so schwurblerartige Typen, die von dir einfach auch erwarten, dass du so straight in eine Richtung gehst und sobald du dich auch so ein bisschen für den Mainstream öffnen würdest und so ein bisschen einfach auch akzeptierst, dass gewisse Dinge vielleicht auch einfach so sind, wie sie erklärt werden, dann bist du auf einmal ein Verräter, dann bist du raus aus der Mafia, dann muss man dich verbannen, verstehst du? Das ist kompletter Bullshit und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass... Leon halt diese Denkansätze nur in der Richtung hat. Ich mag ihn auch, er ist ein lieber Typ, Digga. Ich habe überhaupt nichts gegen ihn. Aber dieses, wir haben ihn verloren, er ist jetzt auf der Seite und er ist jetzt auf dieser. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß nicht, er hat ja das ganze Video gesehen so, ne? Der Titel war vielleicht ein bisschen extrem, aber in dem Video habe ich ja dann selber gemerkt, dass am Ende haben wir ja eigentlich als Stream zusammen auch gesagt, dass wir denken, dass PA auch immer noch auch sehr kritisch denkt und sehr viele Dinge hinterfragt und sich hier und da wahrscheinlich auch noch eine Doku irgendwie reinzieht, so, aber halt in der Öffentlichkeit nicht wirklich über diese Themen auch so mehr sprechen möchte. Was ich ja auch gesagt habe, akzeptiere ich, respektiere ich vollkommen. Weißt du, wie ich meine? Ist auf jeden Fall kein, jeder ist irgendwie anders unterwegs, jeder hat doch eine andere Sicht auf die Welt, jeder hat eine andere Sicht auf gewisse Themen, jeder entscheidet sich für andere Dinge, an
an anderen Stellen so, sag ich mal, weißt du? Aber insgesamt, wie gesagt, von meiner Seite auf jeden Fall für beide Jungs nur Liebe. Und ich find's, also wie gesagt, Alter, ich hab doch nichts dagegen, wenn jemand nicht auf diesem Grind unterwegs ist und sagt, ey, ich hinterfrag wirklich alles, so weißt du? Und ich zieh mir auch Informationen rein über alle Themen und mach mir ein neues Bild, weil ich persönlich, ich jetzt als Leon Lovelock, überzeugt davon bin, dass ganz viele Dinge in der Welt, die quasi, ja, so als das ist, so wie es ist, ja, die so gelten, dass man die auch nochmal hinterfragen sollte. Und ich bin überzeugt davon, dass es sehr viele Themen gibt, gerade auch was unsere Menschheitsgeschichte angeht, so, die ganze gesamte Menschheitsgeschichte, die einfach so, wie sie uns beigebracht werden, nicht stimmen, weißt du? Und dass das auch gewisse Gründe hat, dass gewisses Wissen von uns weggehalten wird, um uns weiterhin kontrollieren zu können, weißt du, wie ich meine, so? Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass es ein Knowledge gibt, dass es ein Wissen gibt, was uns allen helfen könnte, was uns allen die Augen öffnen könnte, aber was wir nicht zur Verfügung gestellt bekommen, weil wir sonst dann keine Hamster in einem Hamsterrad sind und immer dem folgen, was uns gesagt wird. Weißt du? Hey, Ton, erst das. Ich, oder, das stimmt gar nicht. Ich, hallo? Sehen möchte. Jetzt nochmal. Ab, das stimmt gar nicht, haben wir nicht gehört. Du hast gesagt, das stimmt gar nicht, dann warst du kurz weg. Nochmal. Ja, aber oder es stimmt lieb gern, meinetwegen, wenn man mich in diese Schublade reinpacken will. Aber es geht letzten Endes einfach nur darum, Digga, ich mach so oft meine Fresse auf. Ich habe auf den 150 Bars Sachen gesagt, ne, wo viele Leute mir hinterher gesagt haben, Alter, da hast du dich schon weit aus dem Fenster gelehnt. Das hätte auch richtig nach hinten losgehen können. Aber das ist das Spielfeld, wo ich mich bewegen kann, nur weil ich nicht mehr mit irgendwelchen wilden Theorien um mich herum werfe, weil es auch einfach nicht mehr meinem Alter entsprechend ist. Digga, ich bin 32 Jahre alt, ich habe ein Kind, was 10 Jahre alt ist, was zur Schule geht, Digga. Und klar, wir haben viel Kacke schon gelabert in unserem Leben, nachts auf Autofahrten. Ich finde, das hat auch gar nichts mit dem Alter zu tun. Und ich finde auch nicht, dass, ja, ich finde, das hat gar nichts mit der Entwicklung und mit dem Alter zu tun. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich gerade im Alter und gerade was in den letzten 2-3 Jahren passiert ist, so, einfach noch mehr dahin tendiere, Dinge allgemein und generell zu hinterfragen, so. Um nicht alles zu glauben, wie es uns präsentiert wird, weißt du? Ich finde, da, also bei mir hat das mit dem Alter erst begonnen, dass ich diese Entwicklung gemacht habe, dass ich immer mehr Dinge hinterfragt habe, so, weißt du? Und ja, ich verstehe, warum er nicht mehr so viel vielleicht mit Theorien um sich schmeißt und so, aber ich habe oft das Gefühl, dass es bei den Leuten nicht deswegen ist, dass sie sich dafür nicht mehr interessieren oder denken, ey, das ist alles Schwachsinn, sondern weil die einfach auch merken, dass sie damit zu kämpfen haben, dann auch in der Öffentlichkeit, weißt du, wie ich meine? Weil wenn du jemand bist, der solche Themen anspricht und der offensiv nach vorne geht, so wie ich das jetzt zum Beispiel tue, dann hast du keine Sponsoren, dann findest du nicht in Playlisten statt, dann kannst du nicht einfach dies, das machen, so, weißt du? Das ist einfach auch ein Faktor, glaube ich, bei vielen. Hotels, wenn wir fett gewesen sind, wenn wir irgendwo stoned durch die Gegend gelaufen sind, einfach, das gehört alles zum Leben und das macht auch jeder und das ist auch nicht verwerflich, aber irgendwann mal muss man auch separieren, was man in der Öffentlichkeit sagt und was man nicht sagt. Und ja, ich muss jetzt nicht irgendwie darüber philosophieren, dass, keine Ahnung, der Sohn, der früher mal in Deutschland an der Macht gewesen ist, dass er eventuell vielleicht kein Sohn gewesen ist. Das ist halt Bullshit und wer sich dafür entscheidet... Ja, okay, aber sowas macht, also... Ich glaube, er hat über Hitler gerade geredet. Das ist ja auch kein Thema bei uns im Stream auf jeden Fall. Bruder, über solche Dinge zu reden, ja, der redet zum Beispiel, der soll über sowas reden, aber der soll sich dann auch nicht mehr wundern, dass er nicht mehr im Mainstream in Deutschland stattfindet oder nicht auch... So, das hat er, da hat er hundertprozentig recht, hundertprozentig. Der soll sich nicht wundern, dass er nicht mehr im Mainstream in Deutschland stattfindet. Ich wundere mich nicht, dass ich nicht mehr im Mainstream stattfinde in Deutschland. Ich mache das bewusst und ich will auch gar nicht mehr im Mainstream in Deutschland stattfinden, weil der Mainstream in Deutschland mir am Arsch vorbeigeht. Ich werde mich niemals verbiegen und verbrechen und nicht mehr die Dinge aussprechen, die ich in meinem Kopf habe, in meinem Herzen habe, die ich gerne mit euch besprechen würde, nur damit ich im Mainstream stattfinden kann. Werde ich niemals, ich würde lieber jetzt heutzutage wieder, wirklich, lieber sterben, bevor ich mich wieder verbiege und verbreche, um so ein Typ zu sein, der euch nur den Funny Hampelmann bringt auf der Straße und irgendwelche Ollen befragt, ob die auf Muskeln stehen, was auch geil ist, was so auch noch keiner gemacht hat, weil ich auch da über gewisse Grenzen rübergegangen bin und Dinge gemacht habe, die sich die meisten nicht trauen würden, aber nichtsdestotrotz,
ich, meiner Meinung nach, sind wir gerade als Menschheit an einem Punkt, wo man seine Schnauze nicht mehr halten kann. Das habe ich auch in dem letzten Reaction-Video schon gesagt. Ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ey, mir alles scheißegal, ich muss mein Maul aufmachen, weil wenn ich morgen sterbe, will ich sagen können, ich habe alles dafür getan, um Menschen irgendwie bewusster zu machen, irgendwie aufzuwecken und irgendwie auf die richtige Seite zu holen, so, weißt du? Auch nicht einfach sein Ding machen kann. Das hat auch dann nichts damit zu tun, dass es hier keine Meinungsfreiheit gibt. Da haben wir jetzt in letzter Zeit auch oft drüber geredet, Digga. Ich war vor kurzem einen Monat in Dubai gewesen. Wenn du ein bisschen mal um die Welt reist, ne, und auch mal in Ländern ankommst, wo du einfach mal was gegen den, also hier in Deutschland, ich kann jetzt auf die Straße gehen und ich kann sagen, Olaf Scholz ist ein Peach und es interessiert keinen Menschen, Bruder. Gehe ich in Dubai auf die Straße und sage das über den König dort, werde ich einfach weggemacht. Und dann hier in diesem Land zu sitzen, sagen, hier gibt es keine Meinungsfreiheit, jeder Mensch. Hier gibt's, in Deutschland gibt's definitiv eine Meinungsfreiheit, aber du musst mit den Konsequenzen rechnen. Es geht nicht ungeschadet an dir vorbei. Und das wissen die Leute auch. Das weiß ja auch PA, deswegen hat er auch gesagt, dass er sowas nicht mehr in der Öffentlichkeit tun würde, weil er dann weiß, dass er nicht mehr im Mainstream stattfindet. So, das heißt, wenn du dich hier in Deutschland hinstellst und so wie ich am Anfang von der Pandemie dich hinsetzt und sagst, Corona ist ein Scam, die wollen das jetzt nutzen, um uns Menschen weiterhin einzuschränken und um uns noch mehr zu kontrollieren, dann bist du danach im Mainstream radiert. Und das wissen die meisten Leute und das ist auch eine Art von keine Meinungsfreiheit, weil die meisten Leute natürlich eher den Weg des Geldes und der Karriere dann gehen an der Stelle. Draußen kann jetzt rausgehen und jeden Scheiß von sich geben und keinem wird was getan. Aber ja, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wenn du bekannt bist, wenn du berühmt bist, auf diesem Spielfeld agierst, ja, geht eine gewisse Vorbildsfunktion von dir aus und da kannst du es dir nicht mehr leisten, jeden Scheiß von dir zu geben. Das bedeutet aber noch lange nicht, Digga, dass es keine Meinungsfreiheit gibt. Jeder Peach kann da draußen jetzt auf die Straße gehen und jeden Dreck von sich geben und er kann dafür nicht belangt werden, kann dafür nicht weggesperrt werden oder sonst irgendetwas. Ja, hat der Mission German Rap hat recht, das ist der große Unterschied. Du wirst von Privat-Community weggecancelt und in Dubai packt dich der Staat. Also ja, na klar, auch in China oder in Russland teilweise, wenn du gewisse Meinungen äußerst, so wie ich das jetzt tun würde, so wie ich das auf meinem Kanal tue oder mit dem Corona-Video oder so, wenn ich so krass den Staat kritisieren würde im Iran, in China, in Dubai, was weiß ich, dann könnte es passieren, dass ich auf einmal weg bin. So. Dass du einfach aus dem Weg geräumt wirst, komplett und gar nicht mehr da bist, so, sondern stirbst. So. Mhm. Aber auch der Staat in Deutschland hat mich auf dem Schirm, seitdem ich dieses Corona-Video gemacht habe. So. Ich habe ein, zwei Kontakte auch zu Leuten, die, ich will es jetzt nicht zu detailliert sagen, aber ich weiß, dass ich beobachtet werde, in Anführungszeichen. Seitdem ich dieses Statement abgegeben habe, stehe ich in Deutschland auf gewissen Listen, wo die sagen, okay, das ist ein Typ, der ist gefährlich für unser Land. So, weißt du? Und das ist einfach Facts. Leute haben deswegen das Land verlassen. Also es ist auch nicht so, dass es spurlos auch am Staat vorbeigeht, sag ich mal, weißt du? Aber du wirst jetzt nicht aus dem Weg geräumt oder du wirst jetzt nicht, keine Ahnung, weißt du? Und ich war jetzt in Ländern, wo es ganz anders läuft, Digga. Und deswegen sollte man die Welt mal von allen Seiten betrachten. Und genauso wie Leon gesagt hat, ja, ich bin ja bestätigt darin, weil die Corona-Verschwörung, für mich gab es auch nach wie vor immer noch keine Corona-Verschwörung. Es gab auf jeden Fall ein... Das ist krass. ...falsches Umgehen, also dass die Regierung Kacke gebaut hat, in manchen Bereichen definitiv. Dass die Freiheit in manchen Bereichen zu früh eingeschränkt wurde und das wird auch teilweise jetzt auch eingeräumt. Ja, also die stehen ja jetzt mittlerweile dazu, dass es auch teilweise Scheiße gebaut wurde. Aber das heißt noch lange nicht, dass es eine große Verschwörung gab. Und nur weil ich diese Sachen, Bruder, nicht einfach so... Ja, da bin ich einfach anderer Meinung. So. Aber ist doch auch okay. Mit rausposaunen in die Öffentlichkeit heißt das jetzt nicht, dass ich ein Schaf bin oder ein keine Ahnung was bin. Aber wenn das so ist, wenn das die Konsequenz ist, die daraus ergeht, dann bin ich lieber ein Schaf als ein Vollidiot. So, und das ist das, was ich an der Stelle... Okay, das hört sich schon so ein bisschen so an, als ob der Bruder... Also ich weiß jetzt nicht, ob er mich mit Vollidiot jetzt gemeint hat an der Stelle. Und ich habe nie gesagt, dass PA ein Schaf geworden ist. So. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, wenn ich so seine Tonlage raushöre und so... dass der Bruder ein bisschen emotional geworden ist und es ein bisschen hart persönlich genommen hat. So. Wie gesagt, nochmal, ich habe nie was gegen PA Sports gehabt. Im Gegenteil, einer von wenigen im Game, wo ich auch wirklich so
außerhalb von den Interviews und auch privat und so ein Interesse an seinem Menschsein einfach hatte, weil ich gemerkt habe, das ist ein guter Kern, der hat eine gute Seele und so. Deswegen von meiner Seite geht nur Liebe raus an der Stelle. Und ich finde es auch, ja, Dicker, ich finde es okay, wenn man verschiedene Meinungen hat. So, weißt du, bei dem Corona-Thema bin ich komplett anderer Meinung. So, ich habe das Gefühl, dass es bewusst genutzt wurde, um Menschen weiterhin einzuschränken und zu kontrollieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ein Startschuss dafür war, weiterhin Menschen mit solchen ähnlichen Thematiken noch weiter einzuschränken. Und die Politiker haben für mich meiner Meinung nach auch nicht einfach irgendwelche Fehler so gemacht und räumen die jetzt im Nachhinein ein, wie ein Karl Lauterbach so. Das sind harte Einschnitte in Menschenleben. Also Menschen haben, Bro, was soll ich alles aufzählen jetzt? Familien haben sich getrennt, Bruder. Die Spaltung in der Gesellschaft. Keiner hört einander mehr zu. Keiner darf mehr eine Meinung haben. Sobald du eine andere Meinung vertrittst, wirst du gecancelt. Das Miteinander funktioniert einfach nicht mehr so gut. Menschen sind gestorben, weil sie sich impfen lassen haben. Pharmakonzerne haben einen riesen heftigen Gewinn gemacht, wie sie seit Jahrhunderten nicht mehr gemacht haben. Also da ist schon sehr viel passiert in der Zeit. Und sehr viele Leute haben davon profitiert. Sehr viele Leute, die eh schon mächtig und reich waren, haben davon profitiert. Und sehr viele Leute, die noch nie mächtig und reich waren, sondern wir Fußvolk, wir haben sehr darunter gelitten. So. Zu all diesem Zeug zu sagen, hab, Bruder, und wir reden sehr viel auch privat miteinander. Und dann gebe ich dir auch mein Feedback darüber, wenn du mal Sachen in der Öffentlichkeit sagst und so, wo ich sage, Bruder, du tust dir keinen Gefallen damit. Und ich weiß auch, dass du differenziert denkst, aber die Leute können nicht differenziert denken. Das heißt, du bist entweder in der einen Schublade oder in der anderen Schublade. Und wenn das so ist, Bruder, bin ich lieber in der Schublade der breiten Masse als in der Schublade von jemandem, der keine Ahnung hat von dem, was er redet, Bruder. Bruder, ich fühle mich zu 100. Für mich gilt genau das Gegenteil davon. Genau das Gegenteil davon. Und ich würde jetzt mich oder auch einen Kianosch oder Leute, die Dinge hinterfragen oder Theorien aufstellen, auch nicht hinstellen als Leute, die keine Ahnung haben, sondern als Leute, die wissbegierig sind und die offen sind für neue Informationen und vor allen Dingen auch offen dafür sind, sich Dinge anzuhören und reinzuziehen, die auch fernab von dem sind, was wir in der Schule beigebracht gekriegt haben, was die Politik uns sagt, sondern einfach Theorien aufstellen, weißt du? Neue Ansätze, Querdenken, das sind alles Dinge, die ich für mich auf jeden Fall so... Ja, ich sehe das so, ich finde das geil, so zu sein, weil nur so lernst du auch dazu und nur so kannst du auch aus dem ausbrechen, was du eventuell aktuell bist, weißt du? Und aber mein Main-Thema ist auch nicht jetzt, ja, Digga, was soll ich dir sagen? Am Ende des Tages geht es mir darum, Menschen bewusster zu machen. Bewusster im Umgang mit allem, mit Informationsquellen, im Umgang mit Medien, im Umgang mit Ernährung, mit Sport. Einfach bewusster zu werden, zurück zu sich zu finden, zu seinem Menschsein zu finden, auf seine Gefühle zu hören, zurück ins Herz zu finden, seinen Traum zu finden und den zu leben, weißt du? Und ich weiß, dass meine Bestimmung hier auf der Welt, ein Teil meiner Bestimmung auf dieser Welt ist, genau diese Themen, wo viele Leute sagen, die spreche ich nicht an, weil ich im Mainstream stattfinden möchte, anzusprechen, sich da zu informieren, da versuchen, was zu lernen, sein eigenes Herz und Gefühl anzuschmeißen und dann zu schauen, was eventuell da dran sein könnte. Das ist mit einer Aufgabe von mir und ich werde dieser Aufgabe weiterhin folgen. So. Es ist mir egal, ob ich im Mainstream stattfinde oder nicht, weil der Mainstream, wie ich schon vorher gesagt habe, wie dieses Mainstream-Ding funktioniert, dieser Mechanismus Mainstream und so, das ist eine Sache, da musst du dich als Mensch einfach extrem einschränken, damit du da stattfinden kannst. Du darfst nicht aus dem Raster rausfallen. Sobald du aus dem Raster rausfällst, in Deutschland ist es noch extremer als zum Beispiel in den Staaten. Da kannst du auch Mainstream sein wie Joe Rogan und trotzdem über Pyramiden reden, über Aliens reden, über Conspiracies reden, Alex Jones einladen, einer der heftigsten Verschwörungstheoretiker weltweit, und über Sachen reden, wo Leute hier in Deutschland dich schon, wenn du nur ansatzweise daran denkst, canceln. Weißt du? Und das ist einfach nicht das, was ich sein möchte. Das ist nicht das, für was ich stehe, Bro. Ich stehe dafür nicht. Und ich hoffe, dass auch Leute, die kritisch sind und Dinge hinterfragen, bald auch in Deutschland eine Art Mainstream-Status annehmen können. Weil, Bro, das ist nichts Verkehrtes. Das ist auch nicht schlimm. Was du sagst, ich will auch nichts dagegen sagen. Ne? Guck mal, am Ende hat jeder sein eigenes Weltbild der Dinge. Man sollte einfach in einer Gesellschaft gewisse unausgesprochene Regeln beachten. Wenn du dich auf eine Seite begibst so und sagst, ich bin jetzt auf dieser Seite und verachte die andere Seite, dann machst du genau das, wofür du andere Leute schon verurteilt hast. Du machst ja genau dasselbe. Das muss man erstmal verstehen, Bro. Egal, ob man jetzt der Schlafschaf ist oder der, was weiß ich, wie nennt man diese System, Antisystem-Leute. Bruder, sobald du dich egal auf eine Seite stellst und das radikalisierst oder extrem an die Sache gehst, bist du dasselbe. Und auch an die Verschwörungstheoretiker, an diese. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Kianosch da sagt. So. Dieses Radikalisieren, das ist so wichtig, Mann, weil ich habe das auch nach Corona gemerkt und habe auch gemerkt, wie Leute, die sich davon dann
Weil wenn du dann so einen Shitstorm bekommst und wenn du auf einmal vom Mainstream komplett gecancelt wirst und überall Berichte über dich rauskommen und jeder versucht auf dir rumzuhacken und Morddrohungen kriegst und was auch immer so, dann tendierst du schon dazu oder beziehungsweise du kannst dir dann aussuchen, ob du noch radikaler wirst und das ist ja, die Option ist auf jeden Fall da und ich habe auch gesehen, wie Leute noch radikaler geworden sind. Ich habe versucht, halt meine Mitte zu behalten irgendwie. Und dazu ist es halt brutal wichtig für mich persönlich, mich auch immer wieder auch von solchen Themen rauszuziehen und die nicht zu krass ernst zu nehmen, beziehungsweise einfach dann am Abend oder am Morgen zu meditieren und zu sagen so, am Ende des Tages ist das Wichtigste, dass du mit dir selber im Reinen bist und dass du in der Ruhe, in deiner Mitte bist, dass du in deinem Herzen bist, dass du rausgehst, Menschen in die Augen schaust, dass du die liebst, dass du versuchst, einen guten Vibe nach außen zu strahlen, versuchst, Menschen irgendwie auch bewusster zu machen, aber in erster Linie mit dir selbst am Start zu sein und klar zu sein und deutlich zu sein. Gerade wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst, die fernab vom Mainstream sind, ist es für mich brutal wichtig, immer wieder zurück zu meinem Bewusstsein zu kommen und einfach zu realisieren, dass das hier alles auch nur eine menschliche Erfahrung ist und dass ich irgendwann auch von der Erde gehen werde und mein Spirit und meine Seele trotzdem bleibt. Und diese Seele und diesen Spirit sollte man immer wieder auch finden. Dann kannst du nämlich auch deine Mitte behalten, wenn du dich den ganzen Tag mit irgendeiner Scheiße konfrontierst und damit konfrontierst, wo die Welt hintendiert und dass das Teuflische und Böse immer größer wird und dass wir Menschen immer mehr kontrolliert werden und so. Das darfst du halt nicht ganz tief in dich reinlassen, in dein Herz reinlassen und dein eigenes Leben davon beeinflussen lassen. Und deswegen war es für mich auch wichtig, erstmal diese Reise in mich selber zu machen, in meine Spiritualität zu finden, zu Gott zu finden, zu meditieren und so, damit ich mich überhaupt so intensiv auch mit solchen Themen auseinandersetzen kann, weißt du? Ich hab dir letztens noch gesagt, Bruder, in deiner Community, in den Leuten, die dir bei Twitch zugucken, es sind nicht nur Hip-Hop-Fans oder es sind nicht nur Fans von uns oder Leute, die an deiner Musik interessiert sind oder die daran interessiert sind, dass du als Kianush dein Ding in Deutschland machst, Bruder. Es sind Leute, die von dir wollen, dass du so redest. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in diesen Chat reingucke, stimmt nicht, man hat entweder Eier oder nicht, Angst, traurig, ihr Superstars, haha, alle knicken irgendwann ein, bla, Bruder, diese Leute... Ja, Bruder, diese alle, Leute, aber das die, Bruder, hat jeder genau seine eigene Leute, Meinung, Bro. Jeder kann doch sagen, was er möchte. Hast du selber gerade gesagt, freie Meinungsäußerung? Ich kann damit umgehen mittlerweile. Bruder, ich sitze hier manchmal, die sagen zu mir, du hast deine Eier verloren, du machst gar nicht mehr so... Ich habe letztens Kianush sein Motivationsvideo gesehen, Dicker. Das habe ich voll gefühlt, Bro. Ist direkt in mein Herz reingegangen. Weiß nicht, wieso ich darauf komme, aber ich liebe den Bruder, ja. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle auch an PA Sports, Bro. Also, das hat mich echt berührt, dieses eine Motivationsvideo, was er letztens hochgeladen hat auf seinem Kanal. Der hat sehr gutes Herz, der Bruder. Sachen, Bro, es interessiert mich nicht. Solange mich keiner beleidigt oder irgendwie Hass verbreitet, soll er doch seine Meinung darüber haben. Vielleicht kann ich ihn 2-3 Streams wieder überzeugen, sodass er sich denkt, ja, Mann. Bruder, das Einzige, was ich dir damit sagen will, ist, Bruder, diese Leute, verwechsel diese Leute nicht mit deiner Community, verwechsel diese Leute nicht mit deinen Fans, verwechsel diese Leute, na, Bruder, nicht. Bruder, keiner von denen schert sich einen Dreck darum, Bruder, ob dein Kühlschrank morgen voll ist oder nicht, Bruder. Das sind Leute, die sich einfach in deinem Chat tümmeln, damit die genau diesen Stuff von dir bekommen, Bruder. Und diese Leute werden niemals auf ein Konzert von dir kommen, die werden niemals ihren Arsch für dich bewegen, die interessieren ich sich weiß gar ich, nicht. Bruder, ich weiß, die sind ja nicht... Weiß ich nicht, Bro. Ich glaube, Kianush hat eine starke Community, Dicker. Auch wenn da viele Leute natürlich auch sind, die so denken wie wir, wie er. Er denkt auch so, er ist so ein Typ, der sich gerne mit Sachen beschäftigt, der outside the box denkt, der sich hier und da gerne Doku reinzieht und so. Aber ich glaube, die Leute lieben ihn auch genau deswegen, weil er sich halt traut, solche Sachen auch anzusprechen, anzugucken und darauf zu reagieren und so. Und auch, glaube ich, wegen seinem Herz, Dicker. Der hat ein Riesenherz, das merkt man, weißt du? Finde ich jetzt persönlich. Mein Chat, die sind auch unter unseren Kommentaren... Die sind unter den Kommentaren. Die interessieren sich gar nicht für unsere ursprüngliche Sache, Bruder. Sie sind nur so lange da, wie man die mit diesem Stuff füttert, Bruder. Und wenn man damit aufhört, Bruder, werden sie sich auch alle wieder verkriechen. Das ist nur das, was ich dazu sage. Und ich sage, verallgemeinert ist das nicht, Bruder. Habt ihr gehört, an die sich angesprochen gefühlt haben? Habt ihr es gehört? Ich habe letztes Mal schon so eine Ansage gemacht, aber okay. Jetzt nochmal vom Bruder Palm. 50 bis 60, 70% der Leute, die dir zugucken, sind Supporter von Kianush, Bruder. Sind auch Supporter von Life is Pain, sind Supporter von unserer Mucke und wissen, dass Mucke, Rap unsere Kernkompetenz ist. Aber klar, durch diesen Content und so sind ja auch mittlerweile da ein paar Leute unterwegs, Bruder, die mir einfach hart auf den Sack gehen, Bruder. Und die auch als Community dir nichts bringen, die mir nichts bringen, die keinem von uns was bringen, die einfach nur dich so noch weiter in diese Schublade reinmanövrieren. Weißt du, was ich meine? Wir filtern die schon recht gut aus momentan. Wir haben auch ein bisschen reduziert unsere Community. Ich habe ja eine Telegram-Gruppe, wo ich auch solche Ansagen manchmal schwinge.
Leute, die nicht supporten oder überhaupt gar nicht das Interesse verfolgen, überhaupt auswärts von dem Chat hier auf Twitch überhaupt an dem Projekt Kianos überhaupt teilzuhaben, sondern sich verpissen. Das kommuniziere ich schon so, Bruder. Macht dir mal da keine Sorgen. Aber ja, ihr habt's gehört, Chat. Ich bin genau derselben Meinung, dass nicht jeder, der bei uns hier im Chat schreibt, unbedingt das Gute will, sondern vielleicht einfach nur eine Möglichkeit. Okay, Freunde, sollen wir noch weiter gucken oder passt eigentlich, oder? Würde ich sagen. Ist easy, glaube ich, Freunde. Ich küsse doch sein Herz. Ich küsse Pierre sein Herz. Ich küsse Kianos sein Herz. Pierre hat gemeint, der ist gerade clean, Dicker. Hat aufgehört zu buffen, glaube ich, Bro. Bisschen energischer unterwegs gewesen heute. Was soll ich euch sagen, Freunde? Ich sag so viel dazu nochmal an der Stelle. Ich finde, Dicker, am Ende des Tages soll doch jeder seine Meinung haben. Soll jeder über die Dinge sprechen, über die er gerne sprechen möchte, so. Weißt du? Wir sind ja frei hier, auch auf den Plattformen. Jeder soll seine Entscheidung auch treffen, wie er sie treffen möchte. Und ich habe das ja auch in der ersten Reaction schon gesagt, dass ich glaube, dass Pierre halt ein sehr intelligenter Dude ist so und genau weiß, was er wann, wie, wo ansprechen kann und was nicht und sich dann dementsprechend auch so ein bisschen daran hält, weil er natürlich auch dieses Mainstream sein und dieses in der Öffentlichkeit stehen und damit sein Geld zu verdienen und ein Label zu gründen und damit auch in Playlisten reinzukommen und diese ganzen Sachen für ihn halt auch eine Art von Priorität haben so, weißt du? Und das würde ich niemals irgendwie disrespectful rüberbringen, weißt du? Weil jeder entscheidet für sein eigenes Leben, wie er es gestaltet und was er machen möchte und was nicht so. Ich kann euch nur sagen, dass ich zum Beispiel für mich entschieden habe, dass mir das alles relativ egal ist, Dicker. Weil ich weiß, dass solange ich meiner Aufgabe folge, solange ich auf Gott höre, solange ich den Zeichen folge, solange ich das tue, für was ich bestimmt bin, wird Gott mich nicht so sterben lassen, weißt du, oder verhungern lassen oder so. Ich werde immer so viel von Gott bekommen, wie ich auch brauche, um gut leben zu können. Und ja, Digga, deswegen machen wir die Sachen, die wir machen. Ich hab nach diesem ganzen Corona-Shitstorm und so einfach komplett damit abgeschlossen, noch irgendwie was zu tun und mich zu verändern oder zu verbiegen oder meine Fresse zu halten, nur damit ich irgendwo stattfinden kann und so. Dieses ganze Thema mit der Corona-Sache, wo Leute halt wirklich so krass in die rechte Ecke und Nazis und Verschwörungstheoretiker und Querdenker und was nicht alles an den Kopf geschmissen wurde, so, dass ich mir gesagt habe, scheiß drauf. Ich scheiß komplett drauf. Wirklich, mir ist es egal. Ich sag alles das, was ich auf dem Herzen habe und spreche all die Themen an, die ich ansprechen möchte, ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn irgendein Mainstream-Medium oder irgendeine Plattform oder irgendein Podcast oder irgendwer mich deswegen nicht mehr einladen möchte oder mir sagt, dass ich ein schlechterer Mensch deswegen bin, dann brauche ich diese Menschen auch nicht. Und ich brauche auch die Zuschauer nicht vom Mainstream, wenn ihr mich nicht als Mensch feiert, weil ich wollte immer der sein in der Öffentlichkeit, der ich auch wirklich bin. Und nicht einer nur sein, den die Öffentlichkeit von mir haben möchte, damit ich meine Klicks mache, so. Weißt du? So. Das ist meine persönliche Einstellung, so. Und ich lasse mich von niemandem. Ich habe auch schon harte Diskussionen gehabt in die Richtung, Mann, wo Leute gesagt haben, ey, du musst strategischer und Strategie und du musst so und so daran, du darfst das und das nicht sagen, weil sonst macht der und der ein Video gegen dich. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich mach gar nichts Strategie. Ich sag das, was ich denke, sofort und immer. Dabei ist alles. Aber wie gesagt, Liebe geht raus an die ganzen Community-Vibes von PA, von Kianos und so. Alles gut, Bro. One Love auf jeden Fall. Nur Liebe für jeden. Ich schwör dir.